Dranbleiben, Freunde. Am Ende des Videos gibt's noch ein Special-Video. Wenn Anime und Manga verboten wären. Stoff dabei? Frisch aus Japan. 50 Minuten, wie abgemacht. Takus und meine Chibab-Chichi-Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier für zwischendurch hier zum Mitte der Woche gefallen. Und damit wollte ich euch eigentlich nur fragen, was ihr machen würdet, wenn auf einmal ein riesen Anime- und Manga-Verbot auf der ganzen Welt geben würde. Was würdet ihr machen? Würdet ihr auf Anime und Mangas verzichten können oder es doch euch irgendwie auf illegale Art und Weise besorgen? Über den Schwarzmarkt, vom Internet oder durch einen echten Anime-Manga? Dealer, wie ich es tat. Schreibt es doch mal hier in die Kommentare und hier gelangt ihr noch zu meinem letzten Video. Dort habe ich das Dragon Ball Z Opening Du wirst unbesiegbar sein gecovert. Schaut vorbei. Dann sehen wir uns diesen Sonntag. Dort wird es die 10 Dinge geben, die ich hasse und ein Gewinnspiel zu japanischen Süßigkeiten. Und dann sage ich nur noch, macht's gut, Bitakus. Bleibt weiter pervers. Sayonara, Bitches. Der Tag ist nicht mehr weit. Dein Selbstvertrauen trägt dich hinauf in die höchsten Höhen. Du gibst nie auf. Haben sie gerade gepupst? Oh, Alter! Stinkt, ne? Wie Hölle. Oh mein Gott. Das hält keiner aus. Es stinkt übelst. Es stinkt übelst, Digga. Oh. Ha ha ha.